Ja, René, so kurz nach dem Spiel hier in Gießenkirchen, wie fällt dein erstes Fazit aus? Kurz vor Schluss 1-0 gewonnen. Ja, hochverdient. Also wenn man die erste Halbzeit sieht, da vergibt der Ferdi einen nach einem super Spielzug, den er vielleicht einmal von 100 Mal vergibt. Und hier macht das eben. Kann mich an keine Torschance von Gießenkirchen über die ganzen 90 Minuten erinnern, außer ein Schuss aus 30 Meter, den Fabi halten muss und gut hält auch. Aber ansonsten war es ein torschancenarmes Spiel, muss man sagen, aber schlussendlich ein hochverdienter Sieg für uns. Und ich bin mehr als stolz auf die Mannschaft, wie die gefightet hat, wie sie sich hinten reingestellt hat und hinten zusammengehalten hat. Gut, wir kriegen eine gelb-rote Karte, die meiner Meinung nach sowas von unberechtigt ist. Also und völlig. Aber gut, 3 Punkte, guter Start in die Bezirksliga-Saison. In der ersten Halbzeit hat man den Eindruck gehabt, dass ihr etwas mehr Standprobleme auf dem Rasen hattet wie die Gießenkirchner. Wie hast du das gesehen? Ja gut, das ist halt, wenn man mit diesen neumodischen Schuhen spielt und dann auch noch ohne Stollen auf dem Platz, dann sieht man, was es ausmacht. Wir haben einen Spieler eingewechselt, ich glaube, der konnte gar nicht richtig laufen, weil er 1000 Füße an hatte, den haben wir auch nach 5 Minuten wieder runtergeholt. Das sind Dinge, die gehen einfach nicht, ja? Aber das müssen dann halt die 18-Jährigen lernen, dass man auf so einem Platz Stollenschuhe anzieht. Fertig. Von mir aus die uralten World Cup, wo Beckenbauer noch mitgespielt hat, aber dann hat man auch Stand und rutscht nicht weg. Das sind Dinge, die wir auf jeden Fall ansprechen werden am Montag. Hattest du Gießenkirchen etwas stürmischer erwartet? Also Gießenkirchen hat ja doch relativ defensiv gespielt, meiste Zeit hinten drin gestanden. Hattest du Gießenkirchen so erwartet oder hattest du Gießenkirchen anders erwartet? Ich habe ein kompaktes Team erwartet. Ich habe keine überragenden Einzelspieler erwartet. Genau das, was auch der Fall heute gewesen ist. Ansonsten habe ich sie genau so erwartet, wie sie dazu gedrängt haben. Ja, wir haben im Mittelfeld super gut gestanden. Das Einzige, was sie machen konnten, ist einen Sechser anspielen, der konnte den Ball klatschen lassen oder sich vielleicht mal drehen. Und dann musste schon lang gespielt werden, weil wir alle Räume zugelaufen haben. Von daher haben wir sie dazu gezwungen, so zu spielen.